Hallo und herzlich willkommen zu Zfonk. Ich bin Isa und heute gibt es eine neue Rezension von mir und zwar zu Flexen. Flanösen, Schreiben, Städte. Und bevor ich mit der Rezension so richtig anfangen kann, muss ich glaube ich erstmal erzählen, wieso mich dieses Buch so neugierig gemacht hat. Das hier ist übrigens ein Rezensionsexemplar aus dem Verbrecherverlag, das nur vorweg. Nun zur Geschichte. Als ich dieses Buchcover bei Fuchsbooks gesehen habe, dachte ich mir erst so, hä? Ich verstehe den halben Titel nicht. Also erstmal Flexen. Ich persönlich musste eben an Flexen aus dem handwerklichen Bereich denken. Und was Flanieren ist, das weiß ich natürlich auch, aber der Begriff der Flanösen war mir so erstmal nicht geläufig. Aber kommen wir erstmal zur Definition, die steht nämlich hinten auch direkt drauf. Flexen das, kein Plural. Erstens Trennschleifen, das ist das, was ich kannte. Zweitens biegen. Drittens Sex haben. Viertens das Variieren der Geschwindigkeit beim Rap, das kannte ich noch gar nicht. Fünftens die Muskeln anspannen, das kannte ich ehrlich gesagt immer nur aus dem englischsprachigen Raum, wenn ich irgendwelche Fitnessvideos geschaut habe. Sechstens seine Muskeln zur Schau stellen und siebtens die Flanöserie. Das heißt also im Grunde genommen haben wir auf dem Titel zwei gleichwertige Worte stehen, einmal das Flexen und einmal die Flanösen, die dann eben auch flexen bzw. flanieren, die Flanöserie betreiben. Und in diesem Buch geht es darum, wie verschiedene Menschen Städte empfinden aus ihrer Perspektive. Das hat mich dann irgendwie so neugierig gemacht, dass ich dieses Buch anfragen musste. Und ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Verbrecherverlag, dass ich das hier lesen und euch vorstellen darf. Und kommen wir erstmal zu den Randdaten. Jetzt habe ich euch schon so ein bisschen was drüber erzählt. Das Ganze ist im Taschenbuch erschienen, kostet neu 18 Euro. Darüber sprechen wir nachher auch nochmal. Am Anfang habe ich das nämlich als einen echt stolzen Preis empfunden. Das Buch hat nämlich ungefähr 270 Seiten. Also es ist schon ein bisschen happig, aber wie gesagt, dazu kommen wir später nochmal. Und das Ganze ist also eine Sammlung, es ist keine fortlaufende Geschichte. Es gibt vier HerausgeberInnen und das sind an der Stelle, es sind vier Namen, deshalb muss ich es leider ablesen, Özlem Özgür Dündar, Mia Göring, Ronja Othmann und Lea Sauer. Und diese vier Menschen haben auch Texte in diesem Werk geschrieben, aber eben auch noch andere. Insgesamt sind es 30 verschiedene Texte von 30 Personen. Und das Spezielle daran ist, dass sie alle Frauen, Queer oder People of Color sind. Und damit haben wir es dann eben auch mit den entsprechenden Perspektiven zu tun. Und gerade die machen den riesigen Charme dieses Werks aus. Im Vorwort wurden ein paar ganz tolle Worte dazu gefunden. Ich verlinke euch übrigens unten auch die Verlagsseite mit der Leseprobe. Da könnt ihr auch in das Vorwort reinlesen. Aber ich möchte euch hier eine Stelle vorlesen, die mich besonders bewegt hat. Und bevor ich das Buch angefragt habe, habe ich mir eben auch die Leseprobe durchgelesen. Und an der Stelle hatte mich das Buch eigentlich schon. Wenn ich mich in Städten bewege, heißt das aufpassen. Oder es heißt gesehen werden oder vollkommen unsichtbar sein. In jedem Fall wurde meine Stimme bis heute zu selten angehört und hat zu selten die Seiten von Büchern gefüllt. Und das ist im Endeffekt auch der Anspruch des Buches, denn natürlich gibt es Werke, die darüber berichten, wie Charaktere durch Städte flanieren, aber sehr, sehr oft sind das eben junge, weiße Männer. Gerade in Klassikern gibt es das eben auch. Dementsprechend fand ich so ein Werk, in dem eben nur Frauen, People of Color oder queere Menschen gehört werden, ganz, ganz toll und irgendwo auch unfassbar relevant. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der sich einfach immer mehr Menschen mit den Themen Feminismus und Gender beschäftigen und immer mehr Menschen eben auch weggehen von dem Grundgedanken der Binärgeschlechtlichkeit. Und auch das mache ich ja im Moment durch, dass ich mich einfach wahnsinnig viel mit solchen Themen auseinandersetze und eben versuche, das auch in meine monatliche Lektüre irgendwo mit einfließen zu lassen. Und dementsprechend hat dieses Werk einfach richtig gut gepasst für mich. Somit passte für mich der Gedanke, dass diese Stimmen zu selten gehört werden, richtig toll da rein. Denn das sind Stimmen, die sollen, die müssen gehört werden. Und dementsprechend habe ich mich sehr auf dieses Werk gefreut. Und da wir eben 30 unterschiedliche Perspektiven haben, lässt sich das Ganze natürlich nicht so richtig zusammenfassen. Aber ich kann euch einfach sagen, dass es ein Feuerwerk der Literatur ist, wenn man so möchte. Einfach weil jede dieser Perspektiven
eine riesige Strahlkraft besitzt und einfach auch so viel Aussage dahinter steckt. Wir haben es hier mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Alle sind sie in der Stadt. Sehr, sehr viele davon sind eben auch irgendwo unterwegs und beschreiben, was ihnen widerfährt. Wie Leute sie blöd anschauen, weil sie anders aussehen, weil sie sich anders kleiden oder weil sie eben nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Leute, die einfach rausgehen und die Stadt genießen, sie in sich aufnehmen und wiedergeben, was sie dort sehen und erleben. Die Stimmen sind irgendwo zwischen positiv gesinnt, es sind auch viele kritische Stimmen dabei. Manche Texte haben eher einen erzählerischen Charakter, während wir andere haben, die nahezu wie Essays wirken oder gar einen künstlerischen Touch haben. Auch nicht alle Texte in diesem Buch sind Prosa. Die ersten schon, aber irgendwann kommt es dann eben zu Überraschungen und das hat mich beim Lesen auch riesig gefreut, als man dann gemerkt hat, huch, da gibt es jetzt hier nochmal was ganz anderes und das hat mich auch sehr gefreut. Insofern ist es auch ein Werk für alle, die sich nicht nur für das Thema Feminismus und Diversität interessieren, sondern auch für alle, die sich für Literatur interessieren, einfach weil wir hier so eine gigantische Vielfalt drin haben. Natürlich haben mir nicht alle Texte in diesem Buch gleich gut gefallen, das geht bei 30 Texten auch einfach gar nicht, aber es sind immer mal wieder richtig tolle Highlights dabei und auch wenn ein Text mir mal nicht so gut gefallen hat, so hat er mir trotzdem was gegeben, denn durch diese Perspektive, die wir da lesen, nehmen wir eben auch was mit und das ist eben auch der große Gewinn, den ich in diesem Buch sehe. Ich finde auch, dass dieser Raum, den diese 30 Texte aufspannen, eine ganz besondere Atmosphäre hat, einfach weil nicht alles schwarz und weiß gemalt wird, sondern auch, weil es so viele Facetten dazwischen gibt. Also auch die Stimmung in den Texten ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, manche sind eher positiv gestimmt, manche Texte sind auch wirklich nahezu reine Kritik, aber sie haben alle ihre ganz klare Daseinsberechtigung und ich finde es halt besonders schön, dass nicht alle Texte in ein und dieselbe Richtung gehen, sondern dass sie eben auch die Diversität ihrer AutorInnen leben und das fand ich einfach ganz, ganz toll daran. Einen wichtigen Aspekt spielt natürlich auch die Flaneuserie, da haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen und innerhalb des Buches bekommt man auch ein immer besseres Gefühl dafür, was Flaneuserie ist und man geht einfach mit einem schönen Gefühl daraus, einfach weil man durch die Texte Lust hat, einfach hoch erhobenen Hauptes rauszugehen, durch die Straßen zu schlendern und ja, sich von nichts aufhalten zu lassen, das einfach zu genießen und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und dieser Gedanke ist aber auch notwendig, auch wenn viele Menschen meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg sind, indem sie sich einfach immer besser informieren und engagieren, was Diversität anbelangt und die Gleichbehandlung und die Nichtausgrenzung von Menschen. Ich denke, viele von uns, die jetzt diese Rezension sehen, werden es sicher auch schon mal erlebt haben, dass man auf der Straße nicht nur schief angeschaut wurde, sondern vielleicht auch angepöbelt wurde aufgrund des Aussehens oder aus irgendeinem anderen Grund oder dass man sich eben auch mal nicht sicher gefühlt hat und all das behandeln diese Texte irgendwo und ich finde, man kann sich da einfach sehr gut reinfühlen und gerade aufgrund der Vielfalt der Perspektiven nimmt man daraus einfach wahnsinnig viel mit, weil es nicht nur darum geht, wie ich mich fühle, sondern wie viele, viele andere Menschen sich eben auch fühlen und was daran problematisch ist und was sich ändern muss. Und insofern finde ich, dass dieses Werk einfach einen riesigen Wert hat. Ich wollte noch mal kurz darüber sprechen, dass mir die 18 Euro, die das Ganze kosten, am Anfang relativ hoch vorkommen. Aber man muss natürlich sehen, wir haben hier 30 AutorInnen und das Buch hat zwar keine 300 Seiten, aber ich finde, man hat sehr, sehr lang etwas davon. Einfach weil das kein Buch ist, das man einfach durchsuchtet, sondern bei mir war es eher so, ich habe 1, 2, 3 Texte an einem Abend gelesen und manchmal muss man die auch einfach sacken lassen und drüber nachdenken. Und gerade weil die Texte eben so gehaltvoll und definitiv auch anspruchsvoll sind, hat man da eben auch noch einiges zum drüber nachdenken. Und
Ich persönlich bin einfach sehr begeistert davon. Ich bin da eigentlich relativ neutral rangegangen, denn es hatte definitiv das Potenzial, ein Lieblingsbuch zu werden. Es hätte aber auch sein können, dass es eben nicht so ganz meins ist. Aber ich muss wirklich sagen, dass diese Texte ein wahnsinniges Einfühlungsvermögen zeigen und vermitteln. Und ich bin einfach super überzeugt davon und das wollte ich euch an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Also ich kann euch Flexen sehr empfehlen. Insbesondere natürlich, wenn ihr daran interessiert seid, Texte von diversen AutorInnen zu lesen. Aber eben auch, wenn ihr euch für das Thema Feminismus interessiert oder wenn ihr einfach nur tolle Literatur aus der Feder von Frauen, People of Color und queeren Menschen lesen wollt. Damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich kann euch das Buch nur ans Herz legen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und es gibt hier eben auch einige Texte, in die ich immer mal wieder reinlesen werde. Einfach, weil es so viel Verschiedenes hierin zu entdecken gibt und es einfach einige Texte gibt, die mich immer noch ein bisschen begleiten, weil sie mir immer noch im Kopf geblieben sind. Und ja, das war's jetzt von mir. Ihr könnt mir ja sehr gerne eure Eindrücke unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich wie immer sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!